23. Sitzung, nee, da fällt auch keine Zeit. 123. Sitzung der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Wir haben eine vorläufige Tagesordnung und ansonsten dann auch nochmal Änderungswünsche. Ich übernehme gerne, wenn es keinen Widerspruch gibt, für die Sitzungsleitung. Den sehe ich nicht, dann verfahren wir so. Kommen wir zu den Delegationen. Christopher hat bis zu seinem Eintreffen an Heiko delegiert und Fabio bis 16 Uhr an Olli, der auch da ist. Sehr schön. Anwesend sind die entsprechend im Pad stehen, bis auf Alexander Morlang. Der halt sowieso unter Abwesend steht, der ist noch krank, gute Besserung. Susanne Graf ist auch noch krank, auch da gute Besserung. Phil ist nicht da. Der ist noch verspätet in der S-Bahn. Der ist noch, der kommt noch, okay. Wissen wir es nicht. Und bei Pavel wissen wir es nicht, also der ist ja auch erstmal abwesend. Gut. Letzte Woche gesagt, dass er in Paris ist. Das war gestern. Das war gestern, die Frage ist, ob er heute auch noch in Paris ist, aber er fehlt erstmal. Ja. Beschlussfähigkeit ist damit hergestellt. Kommen wir zur Tagesordnung. Zunächst gibt es einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung zur Einführung des TOPS 721 Veranstaltung zur Politik für Menschen mit Behinderung in Berlin. Gibt es Widerspruch, diesen Top einzufügen? Sehe ich nicht, dann fügen wir den ein. Der kurze nicht öffentliche Teil, den ich euch angekündigt habe, steht schon auf der Tagesordnung. Warte mal kurz. Ah, okay, gut. Dann bin ich nur langsamer als mein parlamentarischer Geschäftsführer. Das ist auch völlig okay so. Ich sehe schon. Alles gut. Gut, dann kommen wir zu Ankündigungen und so weiter und so fort. Unter Ankündigungen seht ihr auch schon im Pad, dass wir um 15.30 Uhr Herrn Hans-Jürgen Rosenbauer zu Besuch haben, der uns sich vorstellen wird. Heiko möchte dazu was sagen. Warte mal. Möchtest du dazu was sagen? Ich wollte die Ankündigung kann ich auch während den Tagesordnungspunkten machen, das geht auch da. Okay, gut. Dann machst du das unter dem Tagesordnungspunkt Plenarsitzung. Unter 1.5 Finanzen gibt es das viele Geld, was auf den Konten liegt. Das hat Heiko schon eingetragen. Dann kommen wir zur Genehmigung des Protokolls der vergangenen Sitzung. Gibt es Aussprachebedarf zu diesem Protokoll? Mir fällt gerade auf, dass ich noch keine Bällchen habe. Es wäre sehr schön, wenn mir jemand zwei Bällchen bringen könnte. Ich stelle fest, es gibt keinen Aussprachebedarf dazu. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, respektive dagegen, dieses Protokoll anzunehmen? Vielen Dank. So, das ist einstimmig bei Enthaltung von Herrn Spieß, Herrn Pries und Herrn Kowalewski eingenommen. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3, aktuelle Viertelstunde mit Gästen. Sind Gäste hier anwesend, die mit uns ein politisches Thema diskutieren wollen? Dann bitteschön, Jan. Kurz vorstellen und worum es geht. Ja, mit Mikro. So, jetzt hört ihr mich, glaube ich, auch. Genau, ich bin Jan. Ich glaube, ich habe mich hier schon mal vorgestellt. Ich bin jetzt gerade hier als Mitglied des Landesvorstands und möchte euch um Geld bitten. Und zwar ist es so, dass der Landesverband aufgrund der Parteienfinanzierung, ich denke, das muss ich euch nicht erklären, bis zum Jahresende zusätzliche 25.000 Euro an Spenden bzw. Einnahmen generieren muss, damit im Jahr 2015 nicht 80.000 Euro an Parteienfinanzierung wegfallen. Das ist uns als Vorstand jetzt nach der Neuwahl in dieser Ausprägung leider erst jetzt so bekannt geworden. Und genau deswegen ist das Ziel, bis zum 31.12. 25.000 Euro zu generieren. Ein Teil dieses Problems ist, beziehungsweise der Herausforderung ist, dass wir ja voraussichtlich ab Mitte Dezember die SMV starten wollen und die auch einiges an Geld kostet. Deshalb die Frage, beziehungsweise der Aufruf an euch, bitte spendet, auch wenn ihr nicht mehr Mitglied der Piratenpartei seid.
für diese SMV, weil das ist eine gute Sache. Und das haben, denke ich, alle irgendwie nach ihren Möglichkeiten in der Vergangenheit auch vorangetrieben. Jetzt muss sie finanziert werden. Das trägt natürlich dann auch zur Parteienfinanzierung bei. Deswegen geht mal in euch. Ich werde auch alle nochmal anschreiben, persönlich irgendwie. Aber hier schon mal der Hinweis, bitte spendet bis zum 31.12. im Rahmen eurer Möglichkeiten für die SMV der Piraten Berlin. Wenn es dazu noch Fragen gibt, könnt ihr mich auch gerne immer direkt ansprechen. Vielen Dank. Gibt es dazu Aussprachebedarf? Kannst du dein Mikro so lange ausmachen? Nee, aus. Genau, damit es eben nicht solche Geräusche im Stream gibt. Es gibt eine Wortmeldung, auch ohne Schniepel, von Simon. Bitteschön. Das ist ein sehr wertvoller Hinweis tatsächlich. Ich denke mal, vielleicht hält ja manche Abgeordneten und auch andere Parteimitglieder vom... Nee, warte mal, das geht jetzt in die völlig falsche Richtung. Ich lasse das, wir reden da später drüber. Genau, darum würde ich mich auch bitten. Ich meine, es, der Faxe, Gerwald, Entschuldigung, hat eine Wortmeldung. Bitte schön. Ja, bei mir gibt sich das Problem, dass das Finanzamt, das ja auch bekannt ist, ab einem Betrag von 3.000 etwas sozusagen den Laden deckelt. Dann hat man als Spender da nicht mal viel davon und da bin ich schon lange drüber weg. Also ich wollte es nur angemerkt haben, für die, die da auch drohen, an diese Grenze zu stoßen, sollte man immer drüber nachdenken, dass das dann für einen selber dann nur noch Ruhm und Ehre ist, aber nicht mehr Steuerersparnis. Ähnlich geht es mir auch. Wir hatten ja eine Europawahl, da ist ziemlich viel so in die jetzt nicht mehr existierenden Bezirksbudgets geflossen von meiner Seite aus. Von daher, ja, also vielen Dank für den Aufruf. Ich sehe sonst keine weiteren Wortmeldungen. Bitteschön, Dankeschön und so weiter. Dann würde ich jetzt mal kurz, das ist ja eigentlich schon geübt, einen Tagesordnungsänderungsantrag einbringen, und zwar den Punkt 6 bzw. 7 vorzuziehen vor die Plenarsitzung, weil das dann besser passt bis 15:30, bis der Kollege Rosenbauer kommt. Ist das okay? Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir das so. Wir haben jetzt Tagesordnungspunkt 6, keine im Umlauf beschlossenen parlamentarischen Initiativen, aber unter 6.2 haben wir einen dringlichen Antrag, den wir gemeinsam mit den Linken und den Grünen einbringen wollen, und zwar mit dem Titel Winterabschiebestopp für besonders schutzbedürftige Personen jetzt, Ausrufezeichen. Antragsteller ist Fabio, der ist gerade nicht da. Ich würde mir gerade kurz den Hinweis erlauben, dass wir diesen Antrag schon mal eingebracht haben und auch schon mal eingebracht haben, alle Jahre wieder. Die Linken haben vor, den aus Gründen, und den würde ich Ihnen auch nicht streitig machen, zur Priorität zu machen. Ihr könnt euch vorstellen, warum. Und wenn ihr jetzt wünscht, dass der noch weiter vorgestellt wird, dann können wir das sicherlich auch gemeinschaftlich tun. Gibt es da Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung. Bringen wir den ein oder bringen wir nicht ein? Eure Stimme zählt. Hopp oder top, das ist einstimmig ohne Enthaltung. Nicht hinter Thüringen stehen bleiben. Nee, genau, nicht hinter Bodo zurückbleiben. Das ist. Bodo vor, noch ein Tor. Genau. Bodo macht's vor, wir machen's nach. So. Super, dann haben wir das geklärt. Ich sehe gerade, dass der Andreas Baum Stimmenzuwachs bekommen hat. Ich bitte ihm, ein zusätzliches Bömmelchen zu geben. Der Pavel Meyer delegiert nämlich ab jetzt an Andreas Baum. Notifications im Bildschirm sind super. So. Besonders, wenn Leute Betreffs schreiben können. Nein, ab jetzt, das war nach der Abstimmung. So, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7. Es gibt keine allgemeinen Anträge, die im Umlauf beschlossen wurden, deswegen gehen wir direkt über zu 7.2. Da gibt es einen Antrag, der von Alexander Spieß, naja, eigentlich von mir gestellt wird, aber Alexander Spieß ist der entsprechende Abgeordnete, der es machen möchte, zur Veranstaltung zur Politik für Menschen mit Behinderungen. Es geht darum, dass wir eine Veranstaltung machen möchten im April 2020.
2015. Terminvorschlag steht im PET für insgesamt 17.500 Euro. Dafür braucht der Fraktionsvorstand eure Zustimmung, wie ihr wisst. Zielrichtung steht auch im PET. Es geht darum, Vernetzung im Bereich Inklusion und mit den Initiativen und mit der Wissenschaft zu üben, daraus sinnvolle Vorschläge abzuleiten und alles im Allen eine schöne Veranstaltung zu machen. Warum ist es teurer als die DemviCon? Ja, weil wir auch auf Barrierefreiheit achten. Es gibt ein, wie ich finde, sehr schlüssiges Konzept, was sowohl DolmetscherInnen für Gebärdensprachen angeht, als auch die SchriftübersetzerInnen zu diesem Konzept. Und wie ihr wisst, kostet sowas Geld. Das ist das, was im Vergleich zur Konferenz Demokratische Wirtschaft, von was die bei 12.000 Euro lag, obendrauf kommt. Genau. Kann weniger werden, wird nicht mehr werden. Das ist der Antrag. Alexander, bitteschön. Ja, also erstmal schönen Dank auch an das Kommunikationsteam, was hier also schon eine Menge Vorbereitungsarbeit geleistet hat. Also wir müssen ja die Finanzierung, diesen Kostenvorschlag so vorlegen, dass er realistisch ist. Können allerdings noch nicht genau sagen, ob wir das auch alles wirklich brauchen, weil also ob wir zum Beispiel auch Gebärdendolmetscher in welcher Anzahl brauchen, hängt davon ab, wie die Anmeldungen sind. Nicht, wenn wir keine gehörlosen Teilnehmer haben, dann ist das natürlich nicht notwendig, aber wir müssen natürlich bei so einer Veranstaltung auf alles das vorbereitet sein und das spiegelt sich eben in dem Finanzplan dann auch realistischerweise wieder. Ja, gut, ansonsten also hat sich das aus einer kleineren Idee eigentlich zu einem schönen Konzept entwickelt und ja, ich bitte um eure Zustimmung. Weiteren Aussprachebedarf sehe ich nicht. Kommt der noch? Der kommt nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir das so machen und das Budget einstellen oder dagegen? Das ist einstimmig ohne Enthaltungen mit allen Delegationen. Ich bedanke mich, dann ist das angenommen. Und wir fahren fort in der Tagesordnung. Wir sind jetzt durch, das heißt, du wärst jetzt dran. Genau. Ich mach einfach los, weil wir wissen ja nicht wann. Genau, also ich würde sagen, wir machen ungefähr. Ich mache schon eine kurze Pause, weil sonst ist das wieder stressig. Aber du wirst es schon machen. Bitteschön, Heiko. So, dann machen wir mit dem Ablauf der Plenarsitzung weiter. So, es wird ab ca. 11 Uhr der Senator Henkel abwesend sein, weil er auf der Innenministerkonferenz in Köln ist. Also den wieder Senator Henkel, weil er ja vorher sein Mandat dann verliert und dann wieder neu gewählt wird. Wir gehen davon aus. Wenn er aus dem Roten Rathaus der weiße Rauch aufsteigt. Und der neu gewählte regierende Bürgermeister, solange es denn einen gibt, wird im Anschluss an die Vereidigung der Senatsmitglieder, die halt so um 11 Uhr sein wird, zur Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschef der Länder sowie danach beim kleiner Besprechung mit der Bundeskanzlerin sein. So, Abwicklung. Genau, wie nämlich gesagt, haben wir nämlich dann unter Top 1 erstmal die Wahl des regierenden Bürgermeisters. Es ist wichtig, es geht um 9 Uhr morgens los. Nicht um 11, sondern um 9 Uhr morgens. Es wäre auch sinnvoll, um 9 Uhr morgens spätestens da zu sein, weil irgendwie mitten in der Wahl und so, es sind auch eine ganze Menge andere Kameras da, die normalerweise nicht da sind. Dann irgendwie zu spät zu kommen, ist für immer auf Band. Sieht nicht so gut aus, wenn dann auf einmal die ganzen Plätze leer sind. So, wenn dann der regierende Bürgermeister gewählt worden ist, gibt es anschließend eine Sitzungsunterbrechung. Ob ihr den wählen wollt oder nicht, ist euch selbst überlassen. Da gibt es keine Bestimmung. Dann ist die Sitzungsunterbrechung. Die wird voraussichtlich bis ungefähr 11 Uhr sein. Man weiß es nicht genau, ob Punkt 11 Uhr, ob es 11 Uhr 5 oder 11 Uhr 10 ist. Es gibt einen Gong. Es gibt einen Gong und ihr solltet auch um 11 Uhr spätestens wieder da sein, weil wenn das nämlich da sind, dann geht das auch ratzfatz los und dann werden die auch sofort vereidigt. Und da ist genau das Gleiche, sieht auch doof aus, wenn man dann irgendwie erst hinten noch mit reinmarschiert. Deshalb auch wieder um 11 Uhr an den Plätzen sein und nicht irgendwie dann anfangen, in die Kantine zum Essen zu gehen und dann alles zu verpassen.
So, bei der Wahl des regierenden Bürgermeisters ist zu beachten, der wird gewählt, das Ergebnis wird bekannt gegeben und dann wird er sofort vereidigt. Nicht erst noch große Beglückwünschungs-Blablabla, sondern erstmal sofort die Vereidigung. Nach der Vereidigung gehen als erstes die Fraktionsvorsitzenden nach vorne und gratulieren dem neuen regierenden Bürgermeister. Danach kann jeder andere gehen, weil danach ist die Sitzung unterbrochen. Aber dass dieses Prozedere eingehalten wird, damit halt da irgendwie nicht eine Traube gebildet werden kann, damit der Präsident die Sitzung unterbrechen kann und damit das dann in geregelte Bahnen gehen. Es wird noch gerade geklärt, es sieht so aus, als ob die SPD auch die Blumensträuße bestellt, damit halt quasi für alle. Wie beim letzten Mal, beim letzten Bürgermeisterwahl haben die das auch gemacht, damit halt nicht irgendwie einer was Größeres ist als der andere, um zu übertrumpfen und dann ja. Wir sind die Bürgermeister der Herzen dann oder damit die Grünen keine Handpflanze nach vorne bringen oder keine Ahnung was. Also, so. Dann bei der Vereidigung der Senatoren. Also, und, Wobereit bekommt nichts zu dem Zeitpunkt, sondern den kann man dann in der Unterbrechung dann, wenn man Bock drauf hat, irgendwie nochmal Tschüss sagen. Der haut auch sofort ab, der ist auch gleich weg danach. Also da. Genau. Der ist dann. Abschiedstour weg. Bei den Senatoren wird es eben so sein: da bestellt die SPD auch wieder die Blumen und da gibt es dann auch, nachdem die dann vereidigt worden sind, kurz Übergabensession, können auch wieder die Fraktionsvorsitzenden dann übernehmen und genau, dann kann man auch diesen Titel. Das dann gleich. Davon, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß auch nicht, wovon ich rede. So, sobald das dann passiert ist, sind wir quasi wieder in der normalen Tagesordnung und es geht über in die Fragestunde. Das heißt, wir können dann auch schon mal den neuen regierenden Bürgermeister was fragen oder den neuen Stadtentwicklungssenator oder den neuen Finanzsenator. Habt ihr denn schon Sachen, die ihr fragen wollt? Der Phil meldet sich. Ja, du musst es jetzt nicht vorstellen. Du musst es nicht vorstellen. Also hat denn der Andreas vielleicht Lust, irgendwas zu einem großen Bauprojekt zu fragen? Ja, ich kann ja bestimmt was fragen. Ja, dann lass uns mal vorher wissen, ob du was machen möchtest oder in Zweifelsfalle können wir dir vielleicht noch... Wir haben ja eine Pause. Wir haben ja noch eine Pause. Ja. So, dann haben wir erstmal Phil und Andreas da drinnen stehen. So, dann kommen wir zu den Prioritäten. Bei den Prioritäten sieht es so aus, dass die Priorität der SPD die dringliche Beschlussempfehlung aus dem Hauptausschuss wird, und zwar zum Gesetz zum Sondervermögen bei Investitionen, Neubau etc. Da sind wir auch gerade an den Verhandlungen mit dran, da noch das Wörtchen Erhalt und die Deckung im Haushalt mit reinzubekommen. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es dann eine gemeinsame Beschlussempfehlung aller Fraktionen wird. Und wir dann in Zukunft auch in der laufenden Haushaltswirtschaft dem Senat zwischenfunken können und über Geld verfügen werden. Reden werde dann ich dazu. So, Tagesordnungspunkt 4.2, die Priorität der Fraktion der CDU wird der Top, also eventuell, es ist noch nicht zu 100% klar, weil wiederum zu diesem Zeitpunkt der Herr Metzger gerade aus dem Raum war, der Weiterbau der A100 vollenden, 17. Bauabschnitt planungsrechtlich absichern. Ich gehe mal davon aus, dass wer macht das von euch? Andreas, du machst das mit der A100 durch den Prenzlauer Berg? Super. A100 durch den Prenzlauer Berg weiter verlegen. Dann die Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wird ein dringlicher Antrag zur Citytax. Da wird es aber nicht um die Haushalt an sich gehen, sondern um die Verwendung. Die Grünen werden ihre wirtschaftspolitische Sprecherin reinschicken aus Gründen des Tourismus und ähnlichen Sachen. Ich weiß es aber noch nicht genau, was in dem Antrag drin stehen wird. Ich würde bei dem Redner für den Punkten das abhängig machen, was da kommt. Und das ist dann entweder Pavel oder Phil, weil entweder geht es mehr in die Kultusecke oder es geht mehr so in diese Wirtschaftsförderungsecke oder sonst wie was. Das wissen wir, erst wenn der Antrag kommt. Und da machen wir das dann abhängig von dem Antrag, ob dann entweder Phil oder Pavel dazu sprechen wird. So, der Top 4.4, die Priorität der Fraktion Die Linken wird, wie gesagt, der dringliche gemeinsame Antrag zum Abschiebestopp. Da ist die Überlegung, ob man, weil die anderen Fraktionen dort die Innenpolitiker zum Abschiebestopp reden lassen wird, die da reinzuschicken. Da würde ich dann, wenn Fabio und Christopher beide gerade gar nicht da sind,
das dann quasi bilateral mit denen dann zu dem Zeitpunkt klären, wenn die wieder da sind, wer von den beiden dann dazu redet. Christopher kommt nachher wieder und Fabio kommt auch, deswegen machen wir das einfach dann, wenn sie wieder da sind. So, Priorität der Piraten überspringen wir erstmal. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5. Das ist Gesetz zur Umsetzung der Richtlinien 2011/24/EU des und so weiter und so fort. Beschluss, ein nicht aus Patientenmobilitätsrichtlinienumsetzungsgesetz, kurz PATMOB. Ja. Ist einstimmig bei Enthaltung Grüne angenommen worden. Hier ist keine Beratung mehr vorgesehen. Dann Tagesordnungspunkt 6 ist Sekunden noch. Das habe ich mir hier nicht. Tagesordnungspunkt 5a wird noch das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes sein. Das wird morgen im Hauptausschuss beschlossen. Das ist einstimmig ist angenommen worden bei SPD, CDU und Piraten gegen Linke bei Enthaltung Grüne. Da geht es nur um steuerrechtliche Grundlagen, die nichts mit irgendwelchen Änderungen, sondern einfach nur eine Umsetzung von Bundessachen zu tun hat. Da wird auch nicht mehr zu geredet. Und dann kommt noch Nee, das ist Prio gewesen. So, Tagesordnungspunkt 6 ist das Gesetz zur Umsetzung der Länderöffnungsklausel gemäß § 73a Absatz 9 des Sozialgesetzes und § 166 Absatz 7 der Verwaltungsgerichtsordnung. Ist eine erste Lesung und ist ohne Beratung. Dann Tagesordnungspunkt 7 ist die Wahl von 4 Abgeordneten zu Vertretern Berlins für die 38. ordentliche Hauptversammlung des Deutschen Städtetages vom 9. bis 11. Juni 2015 in Dresden. Ist eine einfache Abstimmung, also die Händchen heben. Und die SPD wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Clara West und den Joschka Lang bringen. Und die CDU wird wahrscheinlich den Sven Rissmar. Und die Grünen werden wahrscheinlich die Antje Karpek vorschlagen. Das ist Verteilung nach Dont. So, dann, da können wir auch unser Händchen heben. Es gibt da, ja genau, also den Yoshi vor. So, Tagesordnungspunkt 7a ist die Wahl zum Medienrat. Die war erst wieder runtergesetzt, ist jetzt wieder draufgesetzt, nachdem es jetzt alle klar sind, dass das jetzt auch passiert. Wir haben ja nachher den Rosenbauer da und die anderen Kandidaten sind dann auch bekannt. Das wird dann morgen per Zuruf in einer kleinen Geschäftsführerrunde auch dann nochmal genau geklärt. Und also es wird morgen erst geklärt, ob es dann zu 100% passiert, weil es kann ja sein, dass irgendeine Fraktion heute dann sagt, nein, das geht nicht, weil der Rosenbauer hat sich verplappert und der hat gesagt, Nazis sind toll oder weiß ich was. Und sehr wahrscheinlich, genau. Und dann wird morgen in der kleinen Geschäftsführerrunde geklärt, ob das dann auch drauf ist. Da ist auch wieder Händchen heben. Können wir auch machen, je nachdem, ob der Rosenbauer uns überzeugt. Hallo, Herr Zimmermann, kommen Sie rein. Dann übergebe ich mal wieder an den Martin Delius. So, dann begrüßen wir mal unseren Gast, Herr Rosenbauer. Vielen Dank, dass Sie da sind. Auch wenn wir jetzt keinen so großen Anteil an Ihrer möglichen Wahl am Donnerstag haben, es ist schön, dass Sie sich ja uns vorstellen. Sie sind ja auf Vorschlag der SPD-Fraktion als zukünftiger Vorsitzender des Medienrates Berlin-Brandenburg hier als Kandidat. Wir haben auch unseren medienpolitischen Sprecher, ich weiß nicht, ob Sie sich schon kennen, das ist der Dr. Simon Weiß. Ich glaube, der wird so der interessanteste Gesprächspartner für die nächsten paar Minuten für Sie sein. Und ich würde Sie bitten, einfach sich kurz vorzustellen für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, sollte das der Fall sein. Am besten das Mikro benutzen, genau, Herr Zimmermann weiß, wie es geht. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich bin gern gekommen, weil es ja doch eine Gelegenheit ist, sich mal über das Thema Medienanstalt, Medienrat überhaupt auszutauschen, die ja sonst im Alltag so gut wie keine Rolle spielt. Also ich glaube, das letzte Mal, dass die Öffentlichkeit uns zur Kenntnis genommen hat, ist, als wir die Frequenz für Radio Paradiso nicht verlängert haben, weil wir fanden, dass die viel Gott versprochen hatten und wenig Gott im Programm war, sondern mehr Wellness. Wir haben verloren vor dem Verwaltungsgericht, aber das Programm hat sich doch zumindest geändert. Also es hat ein bisschen was genutzt. Einige von Ihnen werden wissen, ich war der erste und auch letzte Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg. Wir haben dann mit dem SFB fusioniert und ich finde nach wie vor, dass das richtig war. Ich war zwar immer noch auf ein paar ganz tolle Programminnovationen, aber die werden auch noch kommen. Vorher war ich beim Westdeutschen Rundfunk in Köln und war dort zuerst im Studio Bonn als Korrespondent, dann war ich Auslandschef, dann Kulturchef. Und habe eigentlich es sehr genossen, nicht nur Sendungen zu moderieren, sondern auch welche zu erfinden. Und das war damals ein bisschen leichter als heute. Davor war ich beim Hessischen Rundfunk bei Titel, Thesen, Temperamente und Korrespondent der ARD in Prag. Wenn ich so auf die Zukunft der Medien gucke, besonders auf die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen, dann stellt sich mir die Frage, wie lange die Legitimierung noch hält mit der Haushaltsabgabe, denn wenn ich mit Studenten zu tun habe an der UdK oder in Köln, die wenigsten sehen lineares Fernsehen. Und das stellt sich natürlich die Frage, wie legitimiert man dann eine Haushaltsabgabe, die nicht mehr lineares Fernsehen wirklich im Hauptangebot hat. Also das sind wichtige Fragen. Das andere, das mich sehr beschäftigt, auch in der Vergangenheit schon beschäftigt hat im Medienrat, ich bin da jetzt zum zweiten Mal, ist die Frage, wie kann man ein nicht adressierbares System erhalten, also in diesem Fall DVB-T, das ja demnächst dann in die nächste Phase gehen soll. Wir haben immer darüber diskutiert, dass ich der Meinung bin, alles andere ermöglicht jemand Drittem festzustellen, was ich wann wie lange sehe oder höre. Nur DVB-T in der jetzigen Form erlaubt das nicht. Das heißt, wenn wir die Terrestrik komplett außer Acht lassen, dann wird es uns nicht mehr möglich sein, irgendwas zu sehen, ohne dass jemand mit wissen kann, was ich gerade tue. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Das Zweite, was uns beschäftigt im Medienrat, ist das Thema Vielfalt und Erreichbarkeit. Also Vielfalt, das werden Sie sicher verfolgt haben, es ist nicht ganz ohne die MABB, dass es in Berlin so viel doch immer noch unterschiedliche Radioprogramme gibt. Und das Thema Erreichbarkeit heißt natürlich, wenn alles künftig über Smart TVs kommt oder übers Internet, stellt sich die Frage, wie finde ich denn was? Wie garantiere ich, dass ein Angebot, das, wie das jetzt neuerdings heißt, dem öffentlichen Interesse dient, tatsächlich auch gefunden werden kann? Wenn das auf Platz 485 irgendwo ist, dann muss ich schon eine Menge tun, damit jemand auch weiß, dass es auf Platz 485 ist. Und dem muss ich dann auch noch erklären, wie er das auf Platz 1 kriegt oder auf Platz 4. Und da wir doch zunehmend nicht mehr in der Lage sind, unsere Telefone zu programmieren, Sie wahrscheinlich eher als meine Generation, wird das wirklich ein Konkurrenznachteil für viele Angebote. Ansonsten, das dauert immer ein bisschen länger, bis Medienräte dann auch gewählt und konstituiert sind. In diesem Fall ist es ein knappes Jahr überfällig, aber wir haben den Direktor schon mal verabschiedet. Der muss aber noch weiterarbeiten, denn erst der neue Medienrat wird dann seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger bestimmen. Und bis dahin muss Hans Hege noch arbeiten, ob er will oder nicht. Schönen Dank. Klar, Ansagen. Ich fange gleich mal an. Also, in der Weile würde ich um Wortmeldungen bitten. Auf dem üblichen Weg, Kollegen kennen das. Sie haben gerade Erreichbarkeit angesprochen. Ich nehme mal ein anderes Wort in den Mund, Depublikation. Zu der jetzt ja gängigen und auch gerichtlich festgestellten Praxis der Depublikation öffentlich-rechtlicher Inhalte hätte ich gerne mal Ihre Meinung. Ja, und welche Perspektiven Sie sehen, möglicherweise an dieser Schraube noch was zu drehen. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir als
Verfechter der These, dass der Second Screen eigentlich der First Screen ist, dass wir nicht so ganz zufrieden sind damit, dass die gebührengezahlte Inhalte dann nach einer Woche nicht mehr erreichbar sind. Ich persönlich verstehe das überhaupt nicht, halte das für eine Frechheit. Aber dazu hätte ich gerne mal Ihre Ansichten und würde dann ansonsten an die zunächst mal an den Simon Weiß und an Herrn Baum, der sich gerade gemeldet hat, noch weitergeben. Bitte schön. Also, mir geht's wie Ihnen. Ich sage mal, ich habe dafür bezahlt. Wieso kann ich das anschließend nicht mehr gucken? Nun gibt es ja einen ganz kleinen Trick, der stattgefunden hat, nämlich die Tatsache, dass der sogenannte Jugendkanal nur im Internet verbreitet wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dort eine 7-Tage-Regelung eingeführt wird, sondern das wird, hoffe ich, der Einstieg in die dauerhaftere Verfügbarkeit von öffentlich-rechtlichen Inhalten sein. Es gibt nur ein großes Problem, wenn Sie Filmproduzent wären. Würden Sie sagen, ja Leute, das ist ja nett, dass das jetzt immer zugänglich ist, dann möchte ich aber einen anderen Vertrag. Oder wenn Sie Autor sind, Drehbuchautor oder Schauspieler. Es ist ja jetzt schon so, dass sehr viele Produktionen mit Buyout-Verträgen gemacht werden, sodass die länger im Netz bleiben können, aber die Mehrzahl ist eben nicht mit Buyout vertreten. Und wenn Sie Buyout machen, muss natürlich das entsprechende Honorar höher sein. Also ich denke, der nächste Schritt muss sein, dass man sich mit den Urheberinhabern auseinandersetzt und klärt, unter welchen Bedingungen sie bereit sind, dass ihre Produktionen auch dauerhaft verfügbar sind. Dass das ein vernünftiger Schritt ist, ist völlig klar, zumal ja die Kommerzialisierung dieser Inhalte durch ARD und ZDF im Moment nicht zulässig ist. Also Germany's Gold hat das Kartellamt nicht zugelassen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Weiß. Bitte schön. Also erstmal herzlichen Dank auch von mir, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich hier nochmal vorzustellen. Ja, ich bin auch froh, dass es jetzt klappt mit der Neubesetzung des Medienrats, der in der Tat lang genug gedauert, und dass es dann hoffentlich auch klappt, dass Sie Herrn Hegebald erlösen. Wir hatten ihn neulich tatsächlich im Medienausschuss und haben länger mit ihm gesprochen, auch über einige Grundsatzfragen, die Sie jetzt angesprochen haben. Ich mache die Diskussion jetzt nicht nochmal auf, das könnte sonst auch beliebig lange fortgeführt werden. Ansonsten würde ich die Gelegenheit nur nutzen, Ihnen das, ich sage jetzt mal, Versprechen zu erringen, dass wir uns demnächst als medienpolitische Sprecher wieder mal mit Ihnen als Medienrat, was wir ja schon zweimal die Legislatur gemacht haben, zusammensetzen und den Austausch fortführen, den wir schon haben. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich keine. Nee, das finde ich sehr gut, weil wir sind ja meistens dann Gegenstand für die Fraktionen, wenn der Landesrechnungshof mal wieder einen Bericht über uns verfasst hat. Ich glaube, wir sind die meistgeprüfte Institution Berlin-Brandenburgs. Also wir hatten 4 Rechnungshofsprüfungen. Bei uns ist nämlich so schön kuschelig auch. Also die kommen gern zu uns, aber das darf natürlich nicht das Einzige sein. Und wir hätten sogar immer mal versucht, die medienpolitischen Sprecher von Berlin und Brandenburg zusammen einzuladen. Das klappt nie. Also das haben wir dann eingestellt, weil es einfach terminlich nicht zu koordinieren war. Aber ich würde es sehr begrüßen, wenn wir eben nicht nur, wenn es irgendwo klemmt, miteinander reden, sondern kontinuierlicher. Hast du noch eine Nachfrage? Noch irgendwas? Ansonsten kann ich sagen, seien Sie froh, dass Sie zu den meistgeprüften gehören. Der BER zum Beispiel wird vom Rechnungshof Berlin nicht geprüft. Das hält er nicht für nötig. Andreas, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich sitze jetzt nicht im entsprechenden Ausschuss und deswegen würde mich interessieren, ob Sie nochmal, Sie haben ja zu Beginn schon viele Themen angesprochen, auch teilweise sehr konkret, einfach nochmal einordnen können, was vielleicht Themen sind, die Sie als erstes und als ganz dringende Probleme betrachten und ob Sie da irgendwie 1 bis 3 Projekte oder Dinge sagen können, die Sie möglichst rasch und mit großen Nachdruck angehen möchten. Ja, bitteschön.
Nun muss ich der Fairness halber sagen, dass natürlich, wir sind zwar ein kleiner Medienrat, das ist ungewöhnlich, nur 7 Menschen, in anderen Ländern sind es 20 bis 40, aber natürlich hat sozusagen die Vorlageberechtigung der Direktor oder die Direktorin. Also wir können natürlich initiativ werden, aber ich fände es, also ich hätte es als Intendant nicht so doll gefunden, wenn der Herr Zimmermann immer gekommen wäre und hätte mir gesagt, jetzt mach doch mal das. Aber ich denke, wir können schon initiativ werden. Ich nenne Ihnen mal 3 Punkte. Das eine ist das Thema Netzneutralität. Da haben wir eine Rückstellung gemacht in unserem Haushalt. Der Wirtschaftsplan soll diese Woche noch verabschiedet werden für einen Neudeutsch Think Tank, der sich Gedanken macht, wie kann man von unserer Seite aus Netzneutralität unterstützen und betreiben. Das zweite ist die Tatsache, dass die Medienanstalt viel mehr als früher sich um Medienkompetenzprojekte kümmert. Also das MIZ, das Medieninnovationszentrum in Babelsberg, macht sehr konkrete neue Projekte mit sowohl Studenten als auch mit anderen Institutionen. Also ich nenne mal ein Beispiel. Wir hatten letzte Woche Fördersitzung und haben 2 Projekte gefördert. Das eine ist ein Projekt von Tagesschau 24, also Tagesschau aktuell, wo sie versuchen wollen, künftig kurze Tagesschau-Clips in soziale Netzwerke einzuspeisen, also wie Instagram oder Snapchat, weil sie festgestellt haben, dass dort diejenigen, die das gucken, so im 20-Sekunden-Rhythmus ihre Smartphones checken und sie sagen, wir haben nur eine Chance, dass die überhaupt wissen, was die Tagesschau ist, wenn wir da reingehen. Das zweite ist ein Projekt der Fraunhofer-Gesellschaft, das ebenfalls sich mit neuen Zugangsmöglichkeiten befasst. Und das dritte Thema, was wir sicher angehen werden, ist, dass der offene Kanal, also Alex, sich jetzt auf den Weg macht, komplett ins Internet. Weil in dem Moment, also sowieso wird nur über das Kabelnetz verbreitet und das ist für Teile Berlins, aber für Brandenburg kompletto überhaupt nicht relevant. Weil dort wird über Satellit geguckt. Und im Kabel ist er auch nicht so gut auffindbar. Also das heißt, dass wir weggehen von Old TV und Radio und hingehen zu einem wirklich ganz stark netzbasierten Angebot. Ja, vielen Dank. Wir haben noch eine spontane Wortmeldung. Alexander, bitteschön. Ja, relativ spontan. Sie hatten es am Anfang ja angesprochen. Jetzt mit Alex oder Kinderkanal wird auch nur im Internet angeboten werden. Wie sehen Sie denn die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien im Internet? Also vielleicht gibt es irgendwann gar kein Fernsehen mehr, sondern alles findet im Internet statt. Also meine Prognose ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich nur dann für die Zukunft des Überlebens sichert, wenn er durch die einzelnen Programme erkennbar ist. Das heißt, Quizshows kann jeder. Und auch Krimi kann eigentlich jeder, es sei denn, man macht ihn so wie Dominik Graf oder Hartmut Schön. Das heißt, es kann nur darum gehen, dass die Erkennbarkeit sofort auch klar ist, wenn ich bei YouTube laufe. Weil der Zuschauer, die Zuschauerin sagt, das wird nicht von RTL sein. Also das ist meiner Meinung nach die einzig mögliche Überlebensstrategie. Und Sie können ja, also nehmen wir ein Beispiel. Ich bin immer noch stolz drauf, dass der ORB damals sowohl Radio 1 als auch Inforadio ermöglicht hat. Gegen ein paar Widerstände aus Berlin, wie wir uns erinnern. Das ist für mich erkennbar öffentlich-rechtliches Angebot. Und wenn man sowas nicht macht, dauerhaft, wird sich die Frage stellen, wofür brauche ich das? Also nur, also wird immer von Qualitätsmedien geredet, aber wenn ich sie nicht erkenne, weil inzwischen Pilawa alles moderiert, dann brauche ich das nicht. Ich brauche es auch nicht. Ich gucke kaum lineares Fernsehen. Ich gucke in der Mediathek, ich gucke DVDs, ich streame. Aber warum soll ich mir das antun, dass ich da jetzt warte, bis die Werbung vorbei ist oder bis da endlich das kommt, was ich sehen will? Oder wenn Günther Jauch mal wieder eine Frage stellt, auf die ich nie gekommen wäre. Die Frage stelle ich mir auch manchmal.
Ich muss dazu sagen, ich besitze seit über 10 Jahren keinen Fernseher mehr. Und mein Sohn weiß auch nicht, was das Wort bedeutet. Das gibt einen netten Kulturbruch dann mit anderen Kindern und Familien. Ich habe nochmal eine Frage, weil Sie jetzt auch das Internet angesprochen haben. Ich bin sehr offen, was das angeht, das Senden im Internet, in sozialen Netzwerken, auch in Häppchen, die man durch solche Netzwerke auch leicht aufnehmen kann. Wir wissen ja, dass ja Aufmerksamkeitsökonomie eine ganz schwierige Sache ist, gerade bei so Twitter, Facebook, Snapchat oder wie auch immer das alles heißt. Wie stehen Sie denn zu dem ganzen Konzept hier Citizen Reporting? Ich sage Ihnen gleich, ich sehe das sehr kritisch. Ja, außerdem, ich finde das nicht gut. Ich halte öffentlich-rechtlichen Rundfunk für eigentlich die Plattform, die gerade eben genau solche Trends nicht aufnehmen sollte, ja, Tweets einzublenden und so zu tun, als hätte das irgendeinen Nachrichtenwert, ohne nachzuprüfen, ob da überhaupt die Wahrheit drin steht. Und also da hätte ich gerne noch mal eine Stellungnahme, ist vielleicht auch die letzte Frage. Also angefangen damit hat ja die Bild-Zeitung, ne, mit dem Leserreporter. Ich habe da eine geteilte Meinung. Und zwar haben wir auch gefördert, die Entwicklung einer Hardware für ein Projekt, das nennt sich Irrepressible Voices. Das ist eine von vielen Institutionen geförderte Institution. Und deren Ziel ist es,